Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dishonored. Wir werden heute wieder ein bisschen schleichen, denn wir haben sowieso keine Lebensenergie. Und unser Auftrag sagt uns, schleiche mal irgendwo hin. Ne, so war doch der Auftrag. Finde Sokolov. Heißt der Auftrag. So, es leckt noch ein bisschen hier, das ist ganz eigenartig. Wo bin ich denn hier überhaupt? Ich bin glaube ich in dem Haus von Sokolov. Er weiß, dass ich in der Nähe bin, okay. Jetzt hab ich dich. Wieso hast du mich gesehen? So, du bist tot. Noch Fragen? Wo kommt ihr denn alle her jetzt? Haut mal ab hier. Ja, ist klar. Kann ich gleich wieder F9 drücken, kann ich direkt wieder anfangen. Ich wollte mich doch durchschleichen und nicht so Mist machen hier. Okay. Jetzt weiß ich, beim letzten Mal bin ich, glaube ich, hier reingeflüchtet und mir gesagt, hier in den Fahrstuhl kann ich mal bleiben. Wie hat er mich denn da draußen eigentlich gesehen? In der Tat, das glaube ich. Okay, da ist einer, ist vor der Tür. Und die anderen kamen gerade von da. Das war ein cooler Sprung hier hoch. So, was mache ich denn jetzt? So schnell findest du mich nicht. Ich gehe mal hier oben auf den Röhren lang. Oh, hier ist aber einiges los. Oh je. Wo ist der Sokolov? Naja, der muss ja irgendwo hier sein. Das ist ja sein Haus. Ich bräuchte mal unbedingt was zu essen oder sowas. Wenn ich die anfange umzubringen, dann ist aber... Du, ist das der Sokolov? Nee, das ist eine Wache. Da oben ist ein Dienstmädchen. Oh. Die wird genauso Alarm schlagen wie alle anderen auch, wenn ich da hinspringe. Wenn das keiner sieht, kann ich den da umbringen, oder? So. Entschuldigung. Wo kann ich den jetzt hinrum, ohne dass den jemand sieht? Hm. Ach, shit. So. Mal schön vorsichtig sein hier. Ich gehe mal in den Schleichmodus. Ist der Sokolov da? Ne, auch nicht, ne? Da ist auf jeden Fall eine Licht. Ich sag dir doch, die Kinder nicht rauslassen. Ich sag's dir doch. So. Okay, hier überall Schritte. So, komm her, Mädchen, komm her. Psst, ganz ruhig bleiben. Whisky und Zigarren treffen. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wo schmeiß ich den jetzt hin? Ist hier ein Platz in dem Raum? Hm, nicht so gut, ne? Ich schmeiß ihn mal hier in die Ecke. Schlaf gut. Ich hab da ein Heilelixier gesehen. Das genehmigen wir uns doch glatt mal. Ja, fühle ich mich gleich viel besser. Sonst gibt's hier nichts, ne? Nein, okay. Drück mal F5, dass wir bis hierhin gekommen sind. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Da sind Ratten. Hier tropft's. Stöhn nicht so. Schlaf mal weiter. Scheiße, die hat Alarm geschlagen. Da bist du ja. Ich werde dich den Hunden vorwerfen. Keine Sorge, ich finde dich schon. Verdammt. Ich werde dich den Hunden. Nein. Keine Mana mehr. Dann ist jetzt gleich vorbei. Kann ich auch direkt F9 drücken, weil ich jetzt sowieso sterben. Das sind einfach viel zu viele. Okay, wo sind wir jetzt wieder hier oben? Okay, wie wurde ich nochmal gesehen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier kam ich hier raus und da kam direkt das Dienstmädchen da rein. Oh, ja. Oh ja, oh ja. Und. Ich brauche Hilfe! Natürlich schreit ihr auch um Hilfe. Nein, kann ich direkt wieder F9 drücken. Hat überhaupt keinen Sinn, so wenn die wissen, dass ich da bin. Ja, heute spielen wir ein bisschen vorsichtig, ich sag's ja. So, die kommen jetzt gleich hier rein. Hat's ja schon zweimal gemacht. Das heißt, wir verstecken uns mal hier. Aber wenn sie ihre Kollegin sieht, ist das glaube ich auch nicht so gut, ne?
Ah, ich weiß es nicht. Wo ist er denn jetzt? Interessant, jetzt kommt die nicht hier rein? Will die mich verarschen? Da ist er. Oh. Oh, oh, oh. Das ist crazy. Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Du siehst mich nicht. Geh einfach weiter. Gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst. Wie du mich anguckst. Wenn ich dich finde, hast du nichts. Oh, nein, nein, nein! Die wollte ich nicht umbringen. Na, hallo, hört auf mich zu schlagen hier. Ihr seid ja noch zu dritt, ist ja kein Problem. Aha, jetzt höre ich dich. Wir wissen, dass du hier bist. Sucht überall. Ich will die Schulter vorwerfen. Noch einer? Komm, hör doch auf jetzt hier. Komm, ich muss hier den ganzen Laden wohl. Das war's von mir, zum Schleichen. Geschlichen wird hier nicht mehr. Was ist das für einer? So, noch mehr oder ist jetzt gut? Große Schlachtfest veranstaltet. Oh, Ratten. Tschüss. F5 drücken mal schnell. So. Jetzt habe ich so einige umgebracht, ja. Dadurch bin ich tot, schätze ich mal einfach. So, wo geht das Kabel hin? Da. Sieht es aus oder an? Hm, man weiß es nicht. Aber ich habe nicht so viel Leben verloren. Ich hätte gedacht, ich würde mehr verlieren. Hm. Jetzt habe ich doch den halben Laden schon umgebracht, oder? So viele können doch gar nicht mehr hier rumrennen jetzt. Aha. So. Was ist das hier? Der Alarm wurde deaktiviert. Gut, das ist schon mal perfekt. Aber hier lebt ja eh keiner mehr. Ich habe ja schon alle umgebracht, die irgendwie nur in der Nähe waren. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Hier unten sind noch so ein paar Tore. Dann müssen wir erstmal hier das rausnehmen. Und tschüss. Okay. Alles wie immer. Gut, aber hier können wir nichts mehr machen. Gucken uns noch ein bisschen um hier. Aber ich glaube, ich habe alle Wachen umgebracht, die hier in der ganzen Welt irgendwo waren. Hm, Spinnennest. Rattis. Ich kann auch ein bisschen rennen. Was liegt denn hier auf dem Tisch? Notiz. Hauptmann Hallkrieg. Wenn Sie und Ihre Männer morgen kommen, werde ich in meinem Gewächshaus auf dem Dach arbeiten. Ich weiß, dass der Lord Regent von Ihnen verlangt, dass Sie mir auf Schritt und Tritt folgen. Aber ich bitte Sie, mich nicht zu stören. Die Experimente, die ich durchführe, sind sehr empfindlich und ich muss sie zügig beenden. Sokolov. Ja, na gut, dann wissen wir ja, er ist auf dem Dach. Wie auch immer man da hochkommt. Ah, da draußen renne ich schon wieder rum. Der Fahrstuhl geht ja scheinbar nicht, ne? Der ist ja irgendwie oben. Kann ich ihn irgendwie runterrufen eigentlich? Hier mit diesem Ding oder so? Hm, man weiß es nicht. Also ich muss irgendwie aufs Dach kommen. Das so viel wissen wir jetzt. Das ist schon mal gut, dass wir den Aufenthaltsort jetzt gefunden haben. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Wahrscheinlich da irgendwo durch, wo wir natürlich nicht durchkommen. Das müssen wir mal hier so rüber. Hier drin haben wir echt alles umgebracht. Hier lebt gar nichts mehr, ey. Ja, wir müssen irgendwie da hochkommen. So, da werde ich gegrillt. Der kriegt Strom von da. Ich
soll ich denn da hinkommen? Oben vielleicht her? Kann man da hoch? Da. Zack. Haha. Jetzt sind wir schon oben. So schnell geht das. Tschüss. So. Hätten wir das auch erledigt. Jetzt können wir wahrscheinlich hier irgendwo hoch, oder? Hoffe ich doch mal. Hier ist eine Tür, die machen wir jetzt mal auf. Drücken wir erstmal F5. Das ist immer wichtig für uns. So, nächste Tür. Oh, hallo. Und weiter geht's. Komm her. Ja, lass mich den leise schleichen lassen wir mal. Haben wir direkt, können wir direkt vergessen. Upp, kommen wir da drunter? Jawohl. So, gucken, ob wir irgendwas finden hier. Lalala, und das ist crazy. So. Nee, lesen will ich das nicht. Die nehmen wir mal mit. Okay, Sokolov ist wie weit da oben noch? 16 Meter nur noch. Das ist ja nicht mehr allzu weit. Gucken, ob wir irgendwas noch gebrauchen können. Hier zum Beispiel das oder das oder das. Oder ein bisschen, Ratte. Nicht? Morning. Hm. Leerer Öltank. Den kann man doch benutzen. Da reinpacken. Oh, Pfeile. Oh, sehr gut. Und jetzt hier anmachen. Dann ist es voll. Das braucht man doch bestimmt irgendwo für. Sonst müsste man das ja nicht machen. Ich nehme das mal mit. Aufs Dach. So, dann schmeißen wir jetzt einfach irgendeinen entgegen und dann ist er tot. Wir sollen den doch umbringen, bestimmt den Sokolov. Da drin ist er, eindeutig. Setzen wir das mal ab hier. Guck mal, der irgendwie anders noch rein? Nee, man muss einfach durch die Tür. In Verbindung mit einer Hitzetherapie, die mir letzte Nacht im Traum erschien. Ziel neutralisiert, dabei habe ich nicht mal umgebracht. Der lebt sogar noch. Die Rune nehmen wir mit. Bewusstlos. Was? Bringen Sokolov so irgendwo hin? Oder was war gerade der Auftrag? Bringen Sokolov zu Schiffler Sammel unter der Brücke in der Nähe von Sokolovs Wohnung. Ah, jetzt muss ich ihn auch noch mitschleppen. Naja, komm. Wenn er schon nicht tot ist, dann schleppen wir ihn mit. Da kommt eine Wache, super. Was bist du für einer? Hi. Was ist das? Vielen Dank. Wer immer Sie sind, er hielt mich in einem Käfig. Wie ein Tier. Das sehe ich. Die Schmerzen sind unerträglich. Also werde ich mich zurückziehen und gehen, wenn es mir besser geht. Alles klar. So, wo ist jetzt draußen die Wache, die da hergelaufen ist? So, die müssen wir jetzt mitschleppen. Das ist ja ewig weit. Da haben wir ja richtig was zu tun. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme schon ist. Alles klar. Kann man hier irgendwo runter? Ungünstig, würde ich sagen. Nehmen wir doch besser den langen Weg innen rum, wa? Hilft ja nichts. Ich weiß nicht, wenn das jetzt zwei Folgen werden, dann werden es halt zwei Folgen. Dann gibt es ja eine Folge ohne Begrüßung. Das macht euch ja auch nicht so viel. Da unten ist Samuel. Kann man da irgendwie runter? Mit Sokolov auf dem Arm ist ja schwierig, ne? Ja, der schläft hier auf meinem Arm und ich trage ihn jetzt bis irgendwo hin. Na komm, mach Tür auf. Wo ist denn die Wohnung da? Samuel da unten, okay. Samuel. Oh, der Fahrstuhl, den nehmen wir doch mal glatt. Fischöl. Bleib mal hier liegen. Ich hole mal eben eine Flasche. Ich fülle einfach hier eine auf. Geht schneller, als nochmal hochzurennen, die andere zu holen. Komm. Ja, ja, ich weiß, dass Sokolov da rumliegt. Ich komme ja schon. So. Einspannen.
Entspannen. Ausspannen. F5 drücken mal zur Abwechslung. So, wo ist denn jetzt der Ausgang? Die Seite oder die Seite? Die Seite, okay. So, jetzt wird's spannender, weil daraus natürlich auch die Wache lebt. Halt! Wachen zu mir! Kommen noch ein paar? Dürfte eigentlich nicht mehr, ne? Weil es gibt nämlich keine mehr. Wir haben alle umgebracht. Wir haben alle umgebracht. Was, hä? Was ist los? Habe ich wieder den Alarm ausgelöst? Vergiss es, verschwinde! Keine Sorge, Outsider! Da bist du! Fehlt auf die Beine! Ach, Scheiße! Aus jetzt der Schusslinie! Hier ist er! Lass ja mein Zucker auf dem Leben, sonst gibt's Ärger! Verfüttert ihn an die Hose! Was der F***! Den tötet, wird befördert! Nein, ich bin tot. Drücken wir mal schnell F9. Das ist ja kein Problem für uns. Dann lädt das Spiel wieder. So, jetzt kam ich gerade mit Sokolov hier runter. Genau, das war... Das, was passiert. So, Tür auf. Den irgendwo hinlegen. Wo ist die Wache? Und? Irgendjemand ist keiner mehr da. Jetzt stirb endlich. Einfach sterben. Bullet Time. Komm mit. Komm. Sokolovi. Oh ja. Was haben wir denn? Haben wir hier so ein bisschen Betäubung? Schlaf gut. Schlaf gut. Stirb gut. Ah. Jetzt habe ich dich. So. Gibt's ja immer noch. Stirb einfach. So, Kopf wird gefetzt. Kommt noch mehr? Ja, da kommt noch mehr. Keine Sorge, ich finde dich schon. Doch, komm, hört doch auf jetzt. Könnt doch höchstens mal alle tot sein jetzt. Ja, wir wissen, ihr wisst alles, wa? Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ein Hexenfisch? Achtung, Mitglieder der Stadtwache. Ein gefährlicher Eindringling wurde auf der Kordwindbrücke gesichtet, in der Nähe des Hauses von Anton Sokolov, dem Leiter der Akademie für Naturkunde. Ja, ihr habt mich gefunden, ist gut. An alle Wachen in der Nähe. Sokolov muss um jeden Preis beschützt werden. Komm, das ist gar nicht Sokolov. Sokolov ist der da. Das ist crazy. Ich habe keine Munition mehr. Doch, da habe ich noch ein paar. Ein bisschen habe ich noch. So. Wo muss ich denn hin? Da unten, 20 Meter. Schläfst du gut? Toll, da komme ich nicht durch. Will ich da durch? Nee. Tut mir leid, dass ihr gefangen seid. Ich kann euch nicht so einfach befreien. Na, da. Komm her, Samuel, ich hab was für dich. Der kaiserliche Arzt persönlich. Jo. Hervorragende Arbeit. Danke. Bringen Sie ihn her, dann legen wir ab. Ja. Jo, bring ihn zurück. Ah, haben wir das auch schon wieder geschafft? Das ist ja schön. Fantastisch und. Phänomenal. So, machen wir fortsetzen. Die Mission haben wir geschafft. Bleiben nicht mehr so viele Missionen, hoffe ich. Irgendwann muss das Spiel auch mal zu Ende sein. Ne? So, jetzt kommen wir hier raus. Gibt wahrscheinlich noch ein bisschen Video. Das gucken wir uns noch an. Auf dem Schiff, wie immer. Sokolov schläft immer noch. Den haben wir gut herausgeschafft, würde ich sagen. Wir haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Oh, sehr gut. Er wird geschockt aufwachen. All das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. Das glaube ich so auch. Wie wir alle. Oh ja. Ah, der erwartet ja schon.
niemand auf uns. Kann ich jetzt meine Maske wieder abnehmen? Gut gemacht, Corvo. Ah, gut ja. gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Ich weiß. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald wäre das schön. Müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Das der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschine. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Ja. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Oh ja, ausruhen. Oh. Aber ich möchte erst Emily gute Nacht sagen. Wo hängt die noch rum da oben? Da gehen wir jetzt eben mal schnell hin. Alles klar. So, da oben ist Corvos Bett. Wo ist denn die Emily? Wo hängt die denn rum? Hi. Ich arbeite an einem neuen Blitzpfeiler. Er wird cool. Vermutlich... Eigentlich bin ich Naturphilosoph. Aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker. Bereit zu helfen. Ja, laber nicht so viel. Zeig mir, was du hast. Oh, ich habe Schleichschuhe. Kann ich mir jetzt zumindest kaufen, oder was? Interessant. Wie viel habe ich denn? Ich habe 500 Münzen. Betäubungsbolzen. Eigentlich brauche ich immer nur Leben, der Rest ist eigentlich völlig egal. So. Danke. Beenden. So, dann wo ist Emily? Emily! You bist crazy! Ich habe keine Ahnung, wo sie rumläuft. Der Tisch ist sauer, junge Frau. Aber wir gehen einfach in mein Bett und dann ist gut, würde ich sagen. Alle Besitztümer und Stimmrechte gehen an Lord Trevor Pendleton über, der in dieser Zeit der Trauer um Rücksichtnahme bittet. Naja, ihr mich auch. Oh, ich muss irgendwo nach oben jetzt hier. Achtung, Bürger von Dunwall. Beachten Sie, dass die Plünderung evakuierter Gebiete ein ernstes Vergehen ist, das von Wachhabenden und Offizieren umgehend bestraft wird. Hier ist aber viel los hier, ne? Keine Ahnung, wo die Emily rumläuft, aber ich gehe einfach auf mein Zimmer und dann ist gut. Warum schlafe ich eigentlich ganz oben? Kann mich mal einer verraten? Na egal. Da ist mein Bett, da muss ich hin. Ich muss unbedingt in mein Bett. So. Das mache ich allerdings nicht jetzt, weil bestimmt wird der Outsider sich bei mir meldet, wenn ich hier schlafen gehe. Deswegen locke ich jetzt hier einfach aus. Ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Drücke nochmal F5, dann wird ja nochmal gespeichert. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.